So, da Leute, herzlich willkommen hier zu Let's Play GTA San Andreas und tja, wir befinden uns wieder in der Rolle von CJ, dem Gangster-Rapper, dem Gangster. Und ja, wir machen hier weiter mit Let's Play GTA San Andreas. Das war gerade ein kleines Fehler. San Andreas hier vorne ein super Stunt geschafft, mir jetzt eine Desert Eagle geholt und wir machen uns gerade auf den Weg zu Officer Tenpennys Truppe, dem Polizisten im großen C auf der Karte. Bei denen gibt es nämlich eine Mission und die müssen wir erledigen und ja, deswegen mache ich mich da auf den Weg. Ist ja auch irgendwie logisch, dass ich mich nur deswegen auf den Weg mache und wegen nichts anderem. Jo, ich könnte mal hier einen Grind versuchen. Ich versuche es einfach mal, Leute. Ah, naja. In GTA 4 ist es leichter, da ist es besser drin, so einen Grind zu machen. Na komm, nein, schade. Die Autos sind doch schneller als ich. Merkt man. Nein, warum fährt er nicht so schnell, dass ich dann auf ihn raufspringen kann? Ach, so ein Idiot. Am lustigsten ist es, wenn man gegen die Gegenspur fährt und dann erwischt man das richtige Auto. Nein, der Bus ist aber definitiv nicht das... nicht das richtige Auto, würde ich sagen. Ja, danke, Bus. Du hast mir wieder alles vermasselt. So, super. Super gemacht von dir. Nee, ich habe es vorhin super geschafft. Wartet mal. So, also ich habe da wirklich einen Stunt geschafft, eine Pirouette. Leider im Offscreen-Modus, also nicht Aufnehmen-Modus. Da kann man super Stunts machen, wenn man richtig schnell ist und richtig gut mit dem Fahrrad. Und hier kann man auf Häuser hochfliegen, wenn man gut genug ist und ja. All das Zeug halt. Oh, der war aber auch nice gerade hier, ne? So, da lang. Aha, da trainiere ich die Radskills gerade. Jo, Mann, das macht Spaß. Ballot. Das macht Spaß. Ah, na komm. Super CJ. Finde ich stark. Super, super gemacht, CJ. Ich komme gerade nicht mehr runter. Jetzt. So, dann fahren wir mal hier kurz über den Strand und wir müssen, wie schon gesagt, zu den Bullen. Zu dem C, zu der Bullerei. Ja, jetzt habe ich mich gerade hier festgeredet. Jetzt komme ich nicht mehr raus. So. Super. Wartet mal, den versuche ich jetzt. Jai, Hammer. Oh, das macht Spaß. Könnt ihr ja auch mal versuchen, die Stunt-Technik hier, die ich benutze. Ah, Idiot. Musste ja unbedingt jetzt abbiegen. Und simsalabim. Simsalabim, wir sind auf der Mauer. Halleluja, aber da wollte ich gar nicht hin. So. So, aufsteigen, gut. Und Simsalabim. Ja, bisschen Radskill muss mal sein im Let's Play. Und jetzt viel Spaß mit der Cutscene, Leute. Jo. Grey Imports. Carl! Dave! Where are you off to? Shit! Where you running off to, Carl? I thought we were friends. Yeah, whatever. As an officer in charge of putting an end to gang violence, I find myself in a difficult moral position, Carl. Yeah, right. Carl, I'm hurt. I truly am. And just as I was about to help those poor Grove Street boys. Oh, yeah? How? I like the status quo, Carl. I like having all you bastards doing my job for me, blowing each other's guts all over the sidewalk. Dumb bastards. Now, if it's brought to my attention that one tribe gets an unfair advantage over another, that truly troubles me, Carl. So what you saying, man? I'm saying the ballers have brains, Carl. They watch the news. I'm saying they're making friends, cutting deals, and tooling up for more than half-assed drive-bys. Lots of cheap guns coming into America since the fall of the wall, Carl. Man, cut that bullshit, Tenpenny. Just say what you mean, man. Go check out a busy freight warehouse down the Docklands, and you'll see what I mean. Carl. Yeah, okay. Y'all take care now. For sure. So, Scheiß Cops. Mein Fahrrad ist weg, oder? Wenn ich mich gerade hier täusche, ist es weg, oder? Ja, ist es weg. Dann werden wir umsteigen auf die aufs Motorrad. Also auch ganz lustig. Dann. Nee, natürlich hier Radio X. Mein Motorrad hat gar keine Spiele. Thank you.
Oh, Fail. Aber was für ein Fail. Tja, beim Motorrad fällt man leicht runter, wenn man keine Skills hat. Nehmen wir mal. There's a war going on in the streets. It's the war on thirst. Sprunk is winning the war on thirst with the new grenade-shaped can. Hey, yo, pull the pin and blow your thirst right off in that brand new taste explosion. Blow! Now that's the sound of refreshment. Sprunk. Go AWOL from the Cola Wars with an energizing mix of lemon, lime, 10 times the caffeine and sugar. Plus, mercury and benzene for the extra pop. Yo, it'll bring the temperature right up and the bubbles. Other beverages use carbon dioxide. Shh, we use ether. Nein, hat auch nicht geklappt. Ach, naja. Wohin müssen wir überhaupt? Was? Boah, die Werbung ist mal wieder viel zu übertrieben. When Ken and I left the hospital, I was glowing. But after a few months, the novelty wore off. The screaming, the diapers, blah. Let's face it, nobody has time to raise a kid. I realized after my... So, wir sind da. Russen und Ballas, ah doch, richtig, ne? Treffen sich im Lagerhaus. Jo, schön für die. Du musst einen Weg nach innen finden. Ach, das ist deren Absicht, okay. Gut, werde ich schon irgendwie machen. All of our nannies were trained by professionals. In England, your little darlings are our priority. If they act up, they'll be punished properly. None of this time out or go sit in the corner business. We'll bring your children up in the classic English manner by making them learn Latin and beating them half to death in a single sex environment. Discipline gave us an empire. What's more important, your happiness or your children's future? Call Hampshire. Das haben wir locker geschafft. Vom Motorrad aus noch. Und dann... Ah, brennen wollte ich jetzt nicht. Sieht mir irgendwie gar nichts ab, wenn ich brenne. Ach, weil ich die Feuerwehrmission gemacht habe. Ha, ha, ha. Schrotte das Keyboard, dann geht sie vielleicht auf. Warum nicht? Oh, dann habe ich ja nicht gerechnet, dass da zwei reinkommen. Hallo? Ruhig, ruhig. So. So, dann ducken wir uns mal. Geht das auch wieder zu, weil ich habe Angst, dass da... So. Ja, ich weiß, dass ich mich abrollen kann und all das. Ich bin nicht doof. Ich weiß das. Kommt da wer? Ja. Da kommt wer. Das war taktisch klug. So, jetzt könnten wir... Wir können ja nicht brennen, das ist das Lustige. So. Von da aus können wir ja schon viele erwischen. Warte mal, wir nehmen uns mal unsere AK. Kann ich hier hochspringen? Ja, kann ich auch. Ist ja mies. Also da oben ist schon mal ein Ballast, den sehe ich. So, der ist schon mal down. Wir halunken noch herum. Kann ich hier durch? Oder dadurch? Hier lang? Nee, kann ich nicht, aber da sehe ich schon wieder eine Wache. So. Uff, die Mission ist ziemlich leicht. Bis jetzt jedenfalls noch. Noch. Noch ist sie leicht. So. Ah, da ist noch einer. Tja. Bom, badam, badam. Oh, da ist ja noch so ein Ballast, den hab ich gar nicht gesehen. Mit Doppelschusswaffe, das ist ja cool. Was soll ich den russischen Waffenhändler? Okay, warte, den kann ich von hier anvisieren. Warte, da ist erstmal noch so einer. So. Zack, 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 zack. Zack. Ha, der hat aber ganz schön starken Kopf, der Dicker. Der Russe. Der weiß ganz schön was aus. Naja, wenn wir jetzt hier
mit der Zeit zu bearbeiten. Er wird schon bald, also sein Leben wird schon gerade orange, falls ihr das seht. So. So, Mission erfüllt. Okay. Das war sehr easy. Geht's hier raus? Nee, anscheinend nicht. Okay. Dann müssen wir alles zurückgehen. Wir haben immer noch einen Stern, das finde ich aber gar nicht toll. So. Wieso zum Facker? Und lustig, tralala, man kann hier klettern. Das ist ein Kletterparcours hier. Hallo? Ich dachte, das wäre ein Kletterparcours. Verarsch mich nicht, ja? Oh. Verarscht mich das hier. Die Welt verarscht mich. Hä? Vorhin bin ich da noch locker rübergekommen. Ah, gut. Ich dachte schon, ich komme da jetzt nicht mehr rüber. Naja, lassen wir das mit dem Kletterparcours. Wir müssen raus aus der Anlage. Ja, ein Glück sind noch offen. Sonst wäre das ein bisschen fies gewesen von den Entwicklern. Die Frage ist nur, wo ist mein Auto? Tja, es ist weg. Hm. Naja, mein Auto ist weg. Ciao, Leute.